Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Wabi Profi 3. In diesem Video wollen wir uns der Inventur widmen. Und zwar nicht der normalen Inventur, auch nicht der Schnellinventur, sondern der Inventur über eine Textdatei oder eine MDA-Inventur. So, zuerst einmal gilt die Frage zu klären, was ist es? Ganz einfach, wenn Sie einen wir erklären das jetzt sofort praktisch, für diejenigen, die es vielleicht nicht so wissen. Sie haben einen Funkscanner, das ist der Idealfall, gehen durch den Laden durch und scannen einfach. So, dann wird im Scanner normalerweise der ERN-Code gespeichert und das können Sie dann auf Ihren PC übertragen oder mit einer Software auslesen lassen. Wir empfehlen Ihnen aber, weil ein MDA-Gerät wesentlich teurer ist als ein Funkscanner, einen Funkscanner zu verwenden, den Sie natürlich auch bei uns erwerben können. So, hierzu möchten wir Sie kurz auf unsere Homepage verweisen, wabi1.de und dann hier oben auf Barcode-Scanner. Hier haben wir einen sehr, sehr guten Scanner, und zwar den Metapace S2 Funkhahn-Scanner. Der hat eine Basis, eine Ladestation dabei, also der auch dieses Sende- und Empfangsmodul beinhaltet, die sehr, sehr stabil ist von der Machart her und natürlich auch von der Funkfrequenz her. Und zum anderen mal hat dieser Scanner eine gute Funkreichweite. Kann ich Ihnen ans Herz legen, haben wir selber im Laden, der ist wirklich sehr gut. So, mit diesem Scanner, im Gegensatz zu einem MDA-Gerät, das aufwärts 300 und wesentlich mehr kostet, wenn Sie gutes oder wenn Sie ein besseres Gerät wollen, sind Sie locker mal 500, 600, 700 Euro los, ist dieser Funkscanner eine sehr, sehr gute Alternative. Zudem können Sie diesen Funkscanner natürlich auch im Geschäft bei Ihnen einsetzen. So, wie läuft dann diese MDA-Inventur ab? Ganz einfach. Sie nehmen den Scanner und fangen das Scannen an. Dabei empfehlen wir Ihnen ein Microsoft Notepad oder Microsoft Editor oder wir haben hier Notepad++ zu verwenden. Das ist also ein kostenloses Texteditorprogramm. Und jedes Mal, wenn Sie einscannen, ich kopiere mir das jetzt einfach mal. So, dann passiert Folgendes. Der Scanner liest es ein und nimmt dann den Code und fügt ihn in diese Datei ein. Das ist total cool und relativ simpel. Und vor allem für Sie extrem kostengünstig. Was machen Sie dann? Dann speichern Sie diese Datei, Datei speichern, an einen Ort, wo Sie es halt wiederfinden. So, und jetzt können Sie schon damit beginnen, die Inventur durchzuführen. Und zwar, oder die Inventur abzuschließen. Denn Sie haben ja Ihre verfügbaren Artikel eingescannt. Und wie in unserem Beispiel haben wir mal so Folgendes simuliert, dass wir diese ERN-Nummer mit der Endnummer 7475 zweimal gescannt haben. Das heißt, wir sagen dem System, du, wir haben den Artikel zweimal da. Wenn wir den Artikel jetzt mal nehmen, ich kopiere mal diesen Wert und gehe mal im Artikelstamm und suche mal nach dem Artikel. So, dann haben wir jetzt momentan 0 Stück im Bestand. So, die Inventur können Sie natürlich erreichen, indem Sie hier oben auf Anwendungen Inventur klicken. Ach, das klappt jetzt nach links aus, können Sie jetzt nicht sehen, aber ist kein Problem. Dann haben Sie ein weiteres Untermenü, wo dann drin steht normale Inventur, Schnellinventur oder MDA-Inventur. Wenn Sie den Punkt MDA-Inventur wählen und draufklicken, überprüft Wabi Profi 3, ob denn die eindeutige Identifizierung Ihrer Artikel im Artikelstamm gewährleistet ist. Wenn das nicht der Fall ist, erhalten Sie eine Meldung, die wie folgt aussieht. Er sagt, ich kann diese Inventur nicht abschließen, weil im Artikelstamm befinden sich ja doppelte ERN-Nummern. So, muss ich kurz erklären. Doppelte ERN-Nummern bedeutet Folgendes. Er sagt, ich habe hier ERN-Nummern, die würde ich gern den Artikeln zuführen. Also die Bestände für einen ERN-Nummern zuführen. Aber im Artikelstamm gibt es ERN-Nummern, die kommen mehrfach vor. Also es kommt eine Artikelnummer oder ERN-Nummer mehrfach vor. Rechtsklick und dann sagen wir, zeig mir mal die doppelten ERN-Nummern. Und wir sehen nun die doppelten ERN-Nummern. Das heißt, wir haben hier einen Artikel, der hat zweimal die gleichen ERN-Nummer. Schauen wir uns mal an. So. Das heißt, wir haben hier einmal einen Schutzengel mit dieser Nummer, mit hier mit der Endnummer 83914. Jetzt klicken wir den an, der hat die gleiche ERN-Nummer. Somit ist die Eindeutigkeit Ihrer Artikel in diesem Fall natürlich nicht gewährleistet und eine Schnell- bzw. eine MDA-Inventur funktioniert an dieser Stelle leider nicht. Was müssen Sie dann tun? Ganz einfach, Sie müssen sich für die doppelten Artikel neue ERN-Nummern generieren lassen, indem Sie einfach auf den Button hier klicken und schon haben wir hier eine neue ERN-Nummer. Wenn wir nun
einen Change machen, also eine Änderung machen auf diese zuvor doppelte ERN-Nummer, sehen wir, dass diese ERN-Nummer jetzt nur noch einmal vorkommt. Also damit ist alles gut. Haben Sie Ihre ERN-Nummern angepasst oder Sie haben im Vorfeld natürlich keine doppelten ERN-Nummern, wie es der Idealfall ist, können Sie erneut auf Anwendungen, Inventur, MDA, Inventur klicken und Sie erhalten nun ein neues Fensterchen. In diesem Fensterchen wählen Sie, welche Art von Datei es sich handelt. Momentan ist nur Text oder CSV möglich. Also in Version 3.8.0.0.0.0 ist nur Text oder CSV möglich. XLS oder XLSX werden erst in Kürze folgen. Nun müssen Sie entscheiden, ob Sie mehrere Informationen in einer Zeile haben und wenn ja, wie diese getrennt sind. Im Beispiel, wir machen jetzt einfach hier mal, wenn wir die erste Zeile als Anhaltspunkt nehmen würden, würde es bedeuten, dass wir zwei Informationen in einer Zeile haben. Einmal die ERN-Nummer und einmal die Stückzahl. Also müssten wir auch sagen, die Konstellation sieht so aus, ERN und Stück. Es ist nicht möglich, verschiedene, dass wir sagen, hier einmal habe ich die Stückzahl vorn, einmal die Stückzahl hinten. Das geht leider nicht. Also es muss eine klare Linie vorhanden sein. So, also wenn wir sagen, unsere Datei sieht so aus wie in der zweiten Zeile, Stückzahl und dann der ERN, müssen wir natürlich hier die zweite Option wählen. Auch müssen wir hier das Trennzeichen wählen, dass wir sagen, es ist ein Komma. Sollte es ein Strichkomma sein, so zum Beispiel, also ein Silikonum, müssen wir natürlich sagen, hier Silikonum. Wenn es Werte sind, die Nachkommastellen enthalten, muss es zum Beispiel so aussehen, 3.50. Also dieser Punkt ist numerisch oder programmtechnisch ein Komma. Es geht nicht, wenn Sie schreiben 3,50 und dann auch als Trennzeichen ein Komma verwenden. Das kann nicht funktionieren. Also, das Dezimalzeichen muss ein Punkt sein und das Trennzeichen zwischen den Werten darf ein Komma oder ein Silikonum sein. In der Regel, wenn Sie einen Funkscanner verwenden, so, sieht es so aus, das heißt, Sie haben nur die ERN-Nummer drin. Und das ist der Idealfall, das ist das Einfachste. So, jetzt habe ich genug gelabert. Also wir sagen nur ERN, dann haben wir natürlich kein Trennzeichen. Wir haben eine Text- oder CSV-Datei und wir müssen nun den Speicherort der Datei auswählen. Den habe ich hier auf unserem Laufwerk E, den habe ich MDA genannt. So, MDA.txt. Das ist jetzt diese Datei, die wir an dieser Stelle hier vor uns sehen. Nun kann ich sagen, ich will jetzt diese Inventur starten. WabiProfi3 sagt, hey, Benutzer, bist du wirklich? Sag ich ja. Dann fragt er, sagt er, bist du wirklich sicher? Sag ich immer noch ja. Warum fragt er mich dreimal? Ganz einfach, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass bei solchen kritischen Dingen es Sinn macht, den Benutzer dreimal zu fragen. Aber ist ja kein Problem. Gelesen, draufgeklickt, fertig. So, und das ist jetzt die letzte Stelle, an der ich die Auswahl abbrechen könnte, indem ich hier Auswahl abbrechen sage und hier sage Auswahl übernehmen. Dann komme ich zurück zu diesen Fensterchen hier, zu diesen MDA- oder Textinventurfensterchen. Und wir müssen uns nun entscheiden, wenn wir fortfahren wollen, wie nicht gezählte Artikel behandelt werden sollen. Das heißt, sagen wir, pass mal auf, nicht gezählte sind auch nicht da. Das heißt, alles, was nicht gezählt ist, hat einen Nullbestand. Oder wir sagen, pass mal auf, alles, was nicht gezählt wurde, ignoriert es, sondern nimm nur das, was hier in der Textdatei steht, in dieser Datei. Sondern verwende nur diese Informationen. In der Regel ist es so, dass man sagt, nicht gezählte Artikel als nicht vorhanden behandeln. Das ist der Regelfall, weil nur so haben Sie einen vernünftigen Überblick, damit Sie sagen, alles, was ich nicht eingescannt habe, ist auch nicht da. So, nun sage ich Auswahl übernehmen. Und WabiProfi 3 arbeitet nun ein kleines bisschen. Diese Verarbeitung der Daten kann einen kleinen Moment, oder je nachdem, wie schnell Ihr Rechner ist, kann einen kleinen Moment dauern. Weil, wenn Sie als Beispiel 10.000 Artikel haben, werden für jeden Artikel 4 Prüfungen durchgeführt. Es wird eine Eingangsprüfung, eine Abschreibungs-, eine Remissionsprüfung und eine Verkaufsprüfung durchgeführt. Und danach werden diese sogenannten Inventurlisten erstellt, die bei Ihnen, also wenn Sie es durchführen, auch ausgedruckt werden. In unserem Beispiel haben wir 200 Seiten hier vor uns. So. Und das Erstellen von 200 Seiten, ja mein Gott, das kann halt ein bisschen dauern. So weit, so gut. Wenn Sie das hier schließen, was macht WabiProfi 3 dann? WabiProfi 3 erstellt eine PDF-Datei im Hintergrund. Das kann wiederum einen kleinen Moment dauern. Wo befindet sich diese Datei? Auf Ihrem Laufwerk, an dem Sie WabiProfi 3 natürlich installiert haben, in WabiProfi 3.
Inventur, wo haben wir es denn? Hier. Und dann gibt es hier verschiedene Ordner. MDA-Inventur, Fast-Inventur und auch tragen diese Ordner einen Time, also einen Datumstempel, wo dann drauf steht hier 30.12.2004. In diesem Ordner sehen Sie dann schon ein PDF-Dokument, das im Hintergrund noch erzeugt wird. Und je nach Anzahl der Seiten, die Sie in diesem Dokument haben, kann das Erstellen des Dokuments 1, 2, 3, 4 Minuten dauern. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das Ihr Rechner ist oder wie viele Artikel Sie natürlich inventieren wollen. Generell gilt, ist ja ganz klar, je weniger Artikel Sie da drin haben, desto schneller geht es auch, ist ja logisch. Aber ist ja kein Problem, das machen Sie einmal im Jahr und da können Sie auch einmal 3 oder 2 oder 4 Minuten, was weiß ich was, warten. Das geht schon. Also warten Sie einfach, bis das Programm fertig ist. So, bei uns hat jetzt gedauert? Ne, 1:40, ja, sagen wir mal, 1,75 Minuten. So, Pi mal Daumen, und wenn wir uns das Dokument anschauen, hier werden alle Artikel, die Sie im Bestand haben, mit aufgelistet. Das heißt, wir haben jetzt hier 460 Seiten. Die werden hier als PDF erzeugt. Das ist wichtig, dass die Listen natürlich immer vollständig sind. Und die können sich jetzt aufbewahren, und Sie haben auch hier unten auf der letzten Seite, müssen wir so machen, also wenn Acrobat lief, die dementsprechenden Summen, die Sie auch vorher schon hatten, nur hier mit der Gesamtzahl der Liste. Jetzt können Sie sagen, ja, da ist ja vieles rot, ganz einfach, weil Sie ja gesagt haben, alles, was wir nicht zählen, ist auch nicht da. Das bedeutet in unserem Beispiel, wenn wir die Artikelnummer 12575 anschauen, sollten wir eigentlich 15 Stück da haben. Wir haben aber nichts da, weil wir ja nichts gezählt haben. Somit haben wir natürlich eine Differenz von minus 15 Stück. Das heißt, uns fehlen 15 Stück. Und das schauen wir uns jetzt auch kurz an. 12575 als Beispiel. So, 12575, dann sind wir bei dem Band, das sehen wir uns in der Gegenüberstellung an. Und wir sehen nun, dass wir zwar 15 Stück bekommen haben, aber Wabi Profi 3 hier eine Inventurberichtigung durchgeführt hat, weil er sagt, okay, es ist nichts da, also müssen ja die 15 irgendwie verbucht werden. Warum die natürlich nicht da sind, das kann eine Software nicht wissen. Wenn Sie, wie in unserem Beispiel, hier 12.600 Artikel haben, ist es ein Unding, dass die Software Sie 12.600 Mal im schlimmsten Fall fragt, warum ist irgendwas nicht da. Also das müssen Sie halt dann Ihre Liste zur Hand nehmen und dann mit draufschreiben von der Hand. So, wenn wir nun unseren Artikel hier nehmen, diese mit der Endnummer 7475, und wir sagen, wir suchen jetzt mal danach, dann sollten wir für diesen Gartenstecker nun 2 im Bestand haben. Vollkommen richtig. In der Gegenüberstellung sehen wir das auch wieder sehr schön, dass wir 8 Stück bekommen haben. Wir haben 8 Stück verkauft. Normalerweise haben wir einen Nullbestand, aber laut Inventurzählung sind ja 2 da. Dadurch, dass 0 vorher da war und eigentlich jetzt 2 da sein sollten, tut Wabi Profi so, als ob er irgendwoher die 2 nimmt. Das heißt, er macht eine negative Buchung. Und negativ heißt ja immer eine Zubuchung im Bestand, also einen Rücklauf. Und dieser Rücklauf läuft natürlich positiv in den Bestand ein, so damit der aktuelle Bestand um den Rücklauf erhöht wird. Ist ja logisch, also kaufmännisch vollkommen logisch. Okay, und somit haben wir eine Korrekturbuchung, so damit Ihr Sollbestand und Ihr Istbestand natürlich übereinstimmen und Sie eine Null Stückzahldifferenz haben, was der Idealfall ist. So, jetzt könnte sagen, ja, warum kann denn sowas passieren? Ganz einfach. Wieder ganz praktisch, Sie bekommen Lieferungen und Sie haben den Laden voll und der Kunde will was und Sie verpacken die, Sie verräumen die Lieferungen, zeichnen es aus, haben aber vergessen, den Wareneingang durchzuführen. Da kann es passieren, dass dann plötzlich Sie was in der Inventur drin haben, was eigentlich gar nicht da sein könnte oder sollte. Das heißt, da ist der Mensch einfach als Fehlerquelle prädestiniert, weil man hier einfach mal was vergessen kann. Sollte man nicht, und wissen Sie selber, aber es kann halt einfach, es kann passieren, wir sind alle nur Menschen. Natürlich kann es auch passieren, dass das System sagt, du solltest oder Sie sollten 10 Stück da haben und Sie haben aber null Bestand mehr da oder nur noch 4 Stück da. Das heißt, Sie haben eine Fehlmenge von 6 Stück. Ja, woran kann es liegen? Wurde Ihnen geklaut, Sie haben es vergessen abzuschreiben, wie auch immer, Artikel unverkäuflich, Sie haben es auf die Seite gelegt, wie gesagt, Sie haben vergessen, eine Verschrottung durchzuführen oder Sie haben irgendwas am Lieferanten zurückgeschickt, also sprich eine Remission, haben das vergessen einzutragen, also das ist der häufigste Grund. Oder Sie haben für einen Artikel einfach einen Warengruppenverkauf gemacht, weil der ERN-Code gerade so schlecht zu lesen war. Na, der Scanner hat nicht funktioniert oder irgendwas, und dann haben Sie halt einen fliegenden Verkauf getätigt. Das heißt, Sie haben den Umsatz zwar eingebucht,
haben aber vergessen, den unter der richtigen Artikelnummer oder unter dem richtigen ERN zu verbuchen. Somit kann natürlich kein Warenabgang erfolgen, sondern Sie haben zwar den Umsatz drin, aber der Wareneingang oder der Warenabgang fehlt natürlich. Also hier ist auch wieder der Mensch die größte Fehlerquelle. Deswegen möchte ich am Ende nochmal die Empfehlung aussprechen, dass Sie natürlich immer sehr sorgfältig mit dem System umgehen sollten. Und jedes System der Welt kann nur so genau arbeiten, wie Sie einem System Daten oder Ihre Aktionen zur Verfügung stellen. In dem Sinne hoffe ich, Ihnen die MDA oder die Textinventur näher gebracht zu haben. Ich hoffe, es hat Ihnen irgendwas gebracht und Sie haben auch gesehen, wie einfach das ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht bis zum nächsten Video.